Hallo und willkommen. Mein Name ist Udo Brandt und heute geht es mal um das aktuelle Thema, um ein aktuelles Thema über die E-Zigarette bezüglich des Thema Dampfens. Ich selber dampfe ja auch, okay. Und ab und zu muss man ja auch was bestellen und dazu gab es heute ein interessantes Gespräch mit einem der namhaften Versender in Deutschland. Juli 2022 ist ein Gesetz verabschiedet worden in Bezug auf die Preise von Basen und Nikotin, die man ja zum Dampfen benötigt. Da hieß es ja, dass zum Beispiel ein Liter Base, die im Schnitt zwischen 8 und 10 Euro kosten, dass die bis zu 160 Euro kosten sollen. Jetzt haben die Vertreiber und die Versender im Moment noch die Möglichkeit, bis Februar, März vorhandene Lagerbestände abzuverkaufen zu den alten Preisen. Danach tritt das neue Gesetz in Kraft und wir werden und die Dampfer werden dann die Zeche bezahlen müssen, indem sie dann die erhöhten Preise für Liquid und Nikotin bezahlen müssen. Dann hieß es auch, weil es ja auch bestimmte, wie zum Beispiel Basen, dass man sich das in Apotheken holen kann, da soll was beigemischt werden, sodass der Dampfer diese Basen nicht benutzen kann. Es ist zwar traurig, aber ich hoffe, euch mit der Info ein wenig geholfen zu haben. Sorgt für genug Vorrat für eure Basen. Bevor ich jetzt das Video doch beende, es ist mir gerade doch noch was eingefallen, was zu Ohren gekommen ist, was ich allerdings jetzt noch nicht bestätigen kann, dass die Gerüchte im Umlauf sind, dass Europa bis 2024 angeblich rauchfrei werden soll. Dass wahrscheinlich die Preise dann so dermaßen angezogen werden, dass keiner mehr raucht und keiner mehr dampft. Okay, weiterhin ein schönes Leben in Ungarn und trotzdem bis zum nächsten Video.